Ja, Karma im Alltag. Im Allgemeinen vermeide ich es, komplizierte Sanskrit-Begriffe in meinen Kurstitel zu nennen, aber Karma steht ja schon seit bestimmt 15 Jahren im Duden, also hat sich inzwischen rumgesprochen, dass es irgendwas mit uns zu tun hat, aber was es so richtig mit uns zu tun hat, ist auch nicht so ganz klar. Es klingt so nach Schicksal. Das ist halt mein Karma, da kann man sowieso nichts machen oder tja, selber schuld, Karma. Lässt sich nicht ändern, muss man tragen. Und ich möchte den heutigen Abend benutzen, um vielleicht ein paar falsche Vorstellungen anzukratzen. Ob ich die gleich auflösen kann, ist noch die Frage, da müssen Sie mitarbeiten. Und einige konkrete Elemente des Karma-Gedankens, die vorzustellen, die für unseren Alltag wichtig sind. Das Wort selbst ist Sanskrit und kommt von der Verbwurzel kri und das heißt schlicht und einfach tun, machen. Und im Tibetischen heißt es le und man kann sagen, ich habe heute viel le. Das heißt, ich habe heute einfach viel zu arbeiten, viel zu tun, ganz, ganz praktisch. Arbeit, tun, machen. Im buddhistischen Sinne bezieht es sich allerdings stärker auf die Haltung hinter unserem Handeln. Und es weiß sogar das deutsche Gesetz, dass sie immer berücksichtigen, aus welcher Motivation heraus man etwas tut. Aus Hunger gilt als Mundraub, wird nicht so bestraft. Aus Habgier mit langer Planung, das wird schon anders bedacht. Also auch selbst im deutschen Strafrecht versteht man, dass es nicht nur um das Handeln geht, das Formelle, sondern um die Absicht, die dahinter steckt. Und das versteht auch der Buddhismus so. Im Weiteren bezieht sich der Begriff Karma auf die Beziehung zwischen dem, was wir tun, also auch der Absicht, die dahinter steht, dem konkreten Verhalten und den Folgen, die dabei herauskommen. Dem, was dabei herauskommt bei dem Handeln. Manchmal sind wir ja voller guter Absicht und wollen nur das Beste. Und es geht furchtbar daneben. Der Effekt ist ein völlig anderer. Und der wird auch mit berücksichtigt. Also allein die Absicht reicht nicht. Es wird auch betrachtet, was die Folgen sind. Denn manchmal wollen wir was mit dem Kopf und das Herz will was ganz anderes. Ich will dir bloß helfen, ja? Und dahinter steht, ich will dir eine reinwürgen und benutze jedes Argument, um das zu tun. Selbst unter dem Deckmantel der Sorge werde ich dir jetzt mal so richtig vorbeten, was du alles falsch machst. Ja? Also, die Absicht, mit der wir etwas tun. Dann das, was wir konkret tun und das, was dabei herauskommt, die Folgen. Und dieser ganze Zusammenhang wird in den Karma-Lehren besprochen. Tja, und dann gibt es diese großen Begriffe, negatives Karma und positives Karma. Ja, was heißt das? Das ist die buddhistische Tradition ganz praktisch. Das wird von den Folgen her definiert. Wenn es weh tut, was negativ. Wenn es wohl tut, war es positiv. Ist gar nicht kompliziert. Wenn ich etwas tue und es kommt für alle Beteiligten etwas Wertvolles heraus, etwas, was gut tut, was inspiriert, dann war das, was ich getan habe, heilsam. Vielleicht war mir nicht so ganz klar, was ich da tue. Vielleicht war meine Absicht nicht wirklich brillant klar in meinem Geist, aber die Grundeinstellung, die war von Freundlichkeit geprägt, dann kann das, was ich tue, zum Heil führen. Und deswegen nennt man es heilsam oder positiv. Wenn das, was wir tun, dazu führt, dass die Beteiligten leiden, unangenehme Gefühle erleben, tja, dann war es halt unheilsam. Vielleicht mit guter Absicht, aber vielleicht sehr ungeschickt gehandelt. Beste Absicht, aber nicht so richtig hingeguckt, was man da tut.
und was das für Folgen hat. Wir haben vielleicht gedacht, ich tue dir mal das an, was mir gut tut. Das machen wir sehr gerne. Wir versuchen den anderen zu helfen und tun ihnen das an, was wir gerne hätten. Dann wollen sie das gar nicht. Dann finden sie es überhaupt nicht inspirierend. Ich werde es im Laufe des Abends noch ein bisschen deutlicher beschreiben. Es gibt zwei Blickrichtungen bei Karma. Zum einen der Blick zurück, und der ist hier am besten bekannter. Tja, Karma, kann man nichts machen. Jetzt ist es passiert. Also der Blick zurück. Das, was heute ist, ist die Folge von dem, was gestern und vor 10 Jahren und vor 20 Jahren und vor 40 Jahren und der buddhistischen Tradition zufolge auch vor vielen Leben war. Und diese Art von Denken kennen wir auch. Sowohl in den Richtungen, die auf das Erbgut schauen, sagt man, naja, klar, das war die in der Vergangenheit los, klar, kommt das da raus. Auch die Psychoanalyse folgt diesem Denken, tja, was früher war, das hat heute Folgen. Man kann am heutigen Verhalten ablesen, zumindest in einem bestimmten Rahmen, was früher wahrscheinlich passiert ist. Also dieses Denken kennt man bei uns auch, das ist gar nicht so asiatisch, exotisch, fremd, dass das, was heute ist, Ursachen im Früheren hat. Aber das ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Und die andere Hälfte der Geschichte ist der Blick nach vorn. So, was mache ich mit dem, was heute ist? Und das wird manchmal etwas wenig gesehen, wenn man von Karma spricht. Man guckt mehr zurück auf das, was war und was jetzt halt so ist. Und so bin ich eben. Der Karma-Gedanke beschreibt auch, dass das, was ich jetzt mache, seine Auswirkungen in Zukunft haben wird. Das heißt, ich habe es jetzt in der Hand, die Samen für die Zukunft zu säen. Und es gibt einen berühmten Spruch, all denen ans Herz gelegt, die gern wissen wollen, was sie früher waren und was sie in Zukunft sein werden, ob es wieder mal eine Prinzessin in Ägypten sein wird oder wie oder was. Wenn du wissen willst, was du früher warst, was du früher getan hast, dann guck deine jetzige Situation und vor allen Dingen deinen jetzigen Körper an. Das ist altes Karma. Und wenn du wissen willst, was du in der Zukunft sein wirst, dann guck an, was du denkst, den ganzen Tag. Ganz einfach. Das kommt dann später raus. Und dieser Blick ist sehr hilfreich. Auf den eigenen Geist, in das eigene Herz. Was denke ich, was fühle ich, was spüre ich? Damit sähe ich Samen. Und wenn ich den ganzen Tag denke, ich bin blöd und ich habe keine Ahnung und es ist mir alles zu schwierig und ich habe keine Zeit und das Leben ist wirklich einfach furchtbar schwer, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich nächste Woche immer noch in dieser Geistesverfassung bin. Klar. Dann habe ich keine Zeit und das Leben ist schwer. Ja, und ich fühle mich unfähig. Wenn wir den Blick in der Weise nach vorne richten, dann können wir mehr Verantwortung für unser Leben heute übernehmen und sagen, okay, was war, das kann ich nicht ändern. Aber ich kann vielleicht ein bisschen die Zusammenhänge sehen zwischen dem, was damals war und was heute ist. Und dann kann ich gucken, was ich mit dem Heute mache, mit meinen heutigen Fähigkeiten, mit meinen Stärken und Schwächen. Und da kommt dann ein wichtiger Begriff ins Spiel. Können lernen, damit geschickt umzugehen. Nicht, also, Bestandsaufnahme, so ist es heute. Und dann will ich gerne, in Zukunft soll es so sein. Möglichst hoch angesetzt, ja, wunderbare Ideale, nicht so einfach. Also ich will erstmal völlig anders sein, als ich heute bin. Es ist sowieso mal klar, ja. Ich will sowieso eine andere sein, als die, die ich bin. Also ich möchte intelligent, schön und klug und gesund und reich und attraktiv und was weiß ich was wir alles so haben, einfühlsam und kommunikativ und gesammelt und wir haben alle unsere Liste, was wir gerne sein wollen. Und das Dumme ist, je schlechter wir uns heute fühlen,
desto bombastischer wird diese Liste, wie wir gerne sein wollen, wie anders wir sein wollen, als wir sind. Und die Erfahrung, die wir halt leider machen, ist, es funktioniert nicht. Allein dieses Wünschen, ich möchte eine andere sein, als die, die ich bin, klappt nicht. Und es ist auch oft so, je größer die Pläne sind, desto weniger kommt da heraus. Denn dann merke ich, das kann ich sowieso nicht erreichen, also kann ich sowieso gleich wieder lassen und alles beim Alten lassen. Und das ist auch einer der Tricks, mit dem wir unsere Weiterentwicklung verhindern. Schlechte Bestandsaufnahme, riesige Ideale, dann kann man es gleich sein lassen. Also kann man gleich beim Alten bleiben, dann hat man es bequem. Aber dann ist man wieder nicht zufrieden, dann nörgelt man wieder an sich rum, dann baut man wieder große Ideale, strengt sich furchtbar an, setzt sich unter Druck, dann scheitert man wieder und dann kann man wieder alles sein lassen. Aber dann kann man es ja mal mit einer anderen Religion versuchen oder mit einer neuen Therapie. Vielleicht klappt es da schneller. Und immer in der Hoffnung, wenn ich die richtige Methode finde, so die objektiv richtige, dann finde ich den Schalter und damit kann ich meine schlechten Eigenschaften abstellen und meine neuen, wunderbaren, heiligen oder kreativen oder wie auch immer anstellen. Ja, und dann suchen wir. Und wir haben bestimmt alle einen großen Bücherschrank oder einige von uns, wo wunderbare Wege beschrieben werden. Eine wunderbare Sammlung von Speisekarten, sagen manche. Aber wir essen nie. Und wir lernen auch nicht kochen. Und dann wundern wir uns, warum wir geistig, emotional verhungern. Tja. Ich möchte noch kurz sagen, worüber ich heute Abend nicht rede. Ich rede nicht über Reinkarnation und ich rede auch nicht über kollektives Karma und auch nicht darum, warum es den Juden so schlecht gegangen ist bei uns in Deutschland oder warum es anderen Völkern im Augenblick so schlecht geht. Also das übersteigt mein Verständnis, meine direkte Einsicht und meine tibetischen Lehrer haben immer gesagt, Karma versteht man nicht dadurch, dass man sich hinsetzt und sich was ausdenkt, wie das alles funktionieren könnte, sondern dadurch, dass man sein eigenes Leben anguckt, die Zusammenhänge anguckt, die man übersehen kann, da etwas von Ursache und Wirkung, Absicht, Handlung und Folge versteht. Und wenn man das versteht im Alltag, dann gewinnt man mit der Zeit eine Intuition und eine Weisheit, die einem dann auch größere Zusammenhänge verstehen lässt. Aber was wir so gerne tun, einen Vortrag über Karma hören und dann sich hinsetzen und spekulieren, warum die Juden und warum die Jugoslawen und warum in Ruanda und warum und so weiter, funktioniert nicht. Ich meine, da entstehen natürlich neue Gedanken, aber mit Weisheit hat es nichts zu tun. So, Frage, warum gibt's da nicht Karma? Warum hat denn unser Handeln Folgen? Einmal ist doch angeblich kein Mal. Und wenn ich heute Morgen was getan habe, dann ist es doch jetzt vorbei. Ich meine, es ist nicht mehr heute Morgen. Es ist vorbei, es ist alles ein Traum. Wird ja auch manchmal gesagt. Das ganze Leben ist ein Traum. Warum hinterlässt das Spuren? Warum hinterlässt das Handeln Spuren? Warum ist einmal nicht kein Mal, sondern meistens immer? Ja, es wissen alle, die irgendwas nicht so Heilsames mal angefangen haben oder auch was Heilsames oder auch was Neutrales. Einmal lesen, immer lesen. Ja? Warum ist das so? Aber die Frage beantwortet der Buddhismus nicht. Der beantwortet sowieso keine Warum-Fragen, weil das sind intellektuelle Fragen. Warum gibt es Leid? Warum bin ich so, wie ich bin? Die Frage, die der Buddhismus eher beantwortet, ist, wie passiert etwas? Und da treffen sich die Buddhisten und die buddhistischen Lehren, die 2500 Jahre alt sind, mit der modernen Naturwissenschaft, die auch sagt, ja, was Energie ist, wissen wir auch nicht. Und warum sie da ist, wissen wir auch nicht, aber wir können beschreiben, wie sie funktioniert in verschiedenen Zuständen. Und genau das beschreibt der Buddhismus auch. Er beschreibt, wie Ursachen und Wirkungen in bestimmten Geisteszuständen funktionieren. Aber so ein bisschen erklärt wird alles schon. Und sie sagen,
zum Beispiel. Solange man glaubt, hier bin ich und da ist der Rest der Welt und ich existiere, vor allen Dingen ich existiere und du existierst und diese Gesellschaft existiert. Solange wir so denken, schaffen wir Karma. Solange wir so festhalten an einem Ich, das da irgendwie drin sitzt und alles kontrolliert oder erleidet, je nach Temperament, oder beobachtet, so lange schaffen wir Karma. Und wir hören auf, Karma zu schaffen. Wir hören auf, Spuren zu hinterlassen, wenn da keine mehr ist, die Spuren hinterlässt. Wenn wir selbst vergessen und selbstlos leben. Unsere Sprache kennt es auch. Selbstvergessenheit ist ein hoher Wert. Ja, wenn ich ganz selbst vergessen arbeite, spiele, singe, lese, also ganz selbst vergessen singe, dann schaffe ich damit kein Karma. Das hinterlässt keine Spuren wie der Flug des Vogels im Himmel. Aber wir, wenn wir singen, dann ist da immer so noch ein Teil von uns, der fragt, singe ich auch schön? Klingt es auch schön? Ist es auch richtig? Oh, das ist schön. Das ist schön. Ne? Und so machen wir das bei allem, was wir tun. Und solange man so mitdenkt, sich immer mitkommentiert, immer so ein Gefühl hat, so ein bisschen neben sich zu stehen und zu beobachten, ne? Ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Solange schaffen wir Karma. Solange hinterlässt alles, was wir denken, sagen und tun, Spuren. Und wie vorher gesagt, je nachdem, mit welcher Absicht wir denken, sagen und handeln, dementsprechend sind die Folgen. Wenn wir gierig gucken, gierig reden, gierig essen, hinterlässt es Spuren. Und die reifen in unangenehmen Gefühlen. So einfach ist das. Das ist das Mittel, wie wir Karma erleben. Durch Gefühle. Angenehme Gefühle zeigen uns heilsames Handeln. Vata. Unangenehme Gefühle zeigen, unheilsames Handeln war da. Jetzt braucht man nur noch spüren lernen, was ist angenehm, was ist unangenehm. Dann weiß man, wie man gehandelt hat. Tja, das ist natürlich jetzt schwierig, weil die meisten von uns ja gar nicht mehr spüren. 99% Kopf. Spüren, Körper. Es ist schon schwer, den Körper zu spüren. Nur Körperempfindungen zu spüren. Wenn wir einmal mit der Aufmerksamkeit durch den Körper gehen, wie viele Bereiche gibt es, wo wir gar nichts spüren? Weiß ich nicht. Sehr vage. Da ist ein Loch. Weiß ich nicht. Ja, prickeln. Ja, stechen. Warm. Kühl. Verspannt. Gar nichts. Gar nichts. Ja, und dann gibt es noch diese ganz subtilen Gefühle, angenehm, unangenehm, neutral. Aya Kim hat immer gesagt, man muss schon lange meditieren, bis man die spürt. Was wir spüren, sind die Reaktionen drauf. Angenehmes Gefühl? Haben. Mehr. Mehr davon. Was hat es ausgelöst? Du. Also halte ich an dir fest. Gib mir mehr angenehme Gefühle. Du Ursache meines Glücks. Und so gehen wir mit Menschen um, mit Dingen, mit Situationen, mit Apfelsinen, mit Suppen, mit allem. Daran merken wir unsere Gefühle, an den Reaktionen. Nämlich, wenn es angenehm ist, festhalten, mehr davon, also Gier. Und manchmal auch Angst, oh Gott, es hört gleich wieder auf. Es dauert bestimmt nicht. Aber die Gefühle selber merken wir nicht, im Allgemeinen. Da sind wir viel zu hektisch und zu grob und zu verspannt und zu unaufmerksam. Braucht viel Meditation, das zu merken.
Das wissen alle die, die schon mal eine Woche meditiert haben. Wie leicht es ist, die Reaktionen zu registrieren und wie schwer die Gefühle, die sie auslösen. Gleich natürlich bei unangenehmen Gefühlen, ja. Ich erlebe unangenehme Gefühle, aha. Ich erlebe die natürlich nicht. Also, ich erlebe sie, aber ich merke sie nicht. Aber ich kriege mit meine Reaktion. Abwehr. Nein. Vielleicht totstellen. Dann kriege ich sie wieder nicht mit. Ist auch beliebt als Reaktion. Ist viel zu unangenehm. Stelle ich mich lieber tot. Verdränge ich sie lieber. Schieb sie lieber weg. Gar nichts mehr. Oder Abwehr. Depressiv, aggressiv, je nachdem. Je nach Geschlecht, Temperament, Schicht, Kultur. Es gibt viele Faktoren, die das mit noch beeinflussen. Ja, und dann? Gut, das kriege ich mit. Aber das Gefühl dahinter, das Unangenehme, kriege ich nicht mit. Und es ist wichtig, dass wir die spüren, die angenehmen und unangenehmen Gefühle, und die neutralen, das dauert noch länger. Weil das fasziniert weder, noch irritiert ist, ist noch schwieriger zu spüren. Es ist wichtig, die Gefühle zu spüren, denn da scheidet sich der Weg zwischen den Buddhas und den Weltlingen, den normalen Menschen. Zumindest die Theravada-Tradition sagt, auch Buddhas haben Gefühle. Die sind keine gefühllosen Wesen, die immer in einem Halblächeln durch die Welt gehen und nichts spüren, weil sie so jenseits von Gut und Böse sind. Die spüren, solange sie leben. Denn Spüren, Gefühle sind wichtig zum Überleben. Man muss merken, das ist zu kalt, das ist zu heiß, das ist spitz, das ist scharf. Das braucht man zum Leben. Aber die Buddhas spüren das und dann gehen sie geschickt damit um. Und wir machen ein Drama daraus. Wir reagieren emotional auf angenehme Gefühle mit Gier, Festhalten, Angst oder auf unangenehme mit Abwehr, totstellen, verdrängen, Schuldzuweisungen, ist natürlich auch sehr beliebt, nach außen, nach innen. Und auf neutrale Gefühle halt mit Gleichgültigkeit. Das ist unser Stil. Also von daher ist es sehr wichtig, die Gefühle zu spüren. Aber immerhin haben wir zum Glück unsere aufgewühlten Emotionen, die zumindest einen Hinweis geben, dass da angenehme oder unangenehme Gefühle waren. So, was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Das ist ein ganz leichter Satz, also ein einfacher Satz, also zumindest von der Struktur her. Gefühle sind sozusagen das Agens von Karma. Durch Gefühle erleben wir Karma. Angenehme Gefühle sind die Folge von heilsamem Handeln. Unangenehme Gefühle sind die Folge von unheilsamem Handeln. Jetzt habe ich immer gedacht, die angenehmen Gefühle werden durch die Objekte ausgelöst. Denken wir doch. Und das denken wir alle, selbst nach 20 Jahren Buddhismus, wenn wir eine Tasse Tee trinken und die schmeckt, dann denken wir, das liegt am Tee. Oder wenn wir einen Vortrag hören und den finden wir interessant und der inspiriert, dann denken wir, was liegt am Vortrag. Ist ja logisch, nicht? Ist doch objektiv so. Oder wenn uns jemand eine Liebeserklärung macht, von dem wir eine Liebeserklärung hören wollen, dann finden wir das auch toll und denken, du bist die Wurzel. Die Quelle meines Glücks. Tja, Ängste. Ängste. Ich habe jetzt eine Statistik erstellt, weil wir ja alle so an Statistiken glauben. Und wenn es was mit Zahlen ausgedrückt wird, dann glauben wir es gleich nochmal ein bisschen mehr. Und dann beeindruckt uns das. Deswegen habe ich eine Statistik aufgestellt, die steht in keinem Pali-Kanon und auch in keinem Sanskrit-Kanon, auch nicht im tibetischen, chinesischen oder sonstigen. Ich habe die mir ausgedacht, aber sie funktioniert. Und diese These oder diese Statistik besagt,
5% Ursachen oder 5% Bedingungen für unsere Gefühle kommen von den Aufhängern, von den Auslösern, von außen oder von den Gedanken. Und 95% bringen wir mit in jede Situation. Das sind die, so sagt die philosophische Tradition des Buddhismus, die primären Ursachen für Gefühle bringen wir mit, 95% Bedingungen. Und die sekundären Bedingungen, die kommen von außen, die Auslöser, die Aufhänger, 5%. Also sie haben schon eine Wichtigkeit. Ja? Also ist schon wichtig, dass man geeignete Aufhänger sucht. Nämlich Aufhänger, die angenehme Gefühle auslösen können. Die, wie Thich Nhat Hanh das so wunderbar poetisch sagt, die Samen des Glücks nähren, die wir aber selber mitbringen. Ja? Also wenn Ihnen der Vortrag heute Abend nicht gefällt, denken Sie dann... Prozent bringen Sie mit. Ja? Und wenn Ihnen der Vortrag gefällt, dann denken Sie dran, 95% bringen Sie mit. Ja, das ist ganz interessant. Diese, also diese Art der Betrachtungsweise, die holt einem aus der Opferhaltung raus. Sonst denkt man immer, ich bin ein armes, unschuldiges Opfer der bösen Außenwelt. Und wenn meine Eltern nicht so schrecklich gewesen wären oder diese schreckliche deutsche Nachkriegsgesellschaft oder was auch immer, der böse Kapitalismus oder was weiß ich was, was man so alles schon als Hauptkriterien der Beschreibung genommen hat, wenn das nicht alles so schrecklich gewesen wäre, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Aber ihr seid alle schuld daran, dass ich nicht glücklich bin und so. Opferhaltung. Und die Kehrseite davon ist natürlich dieser Größenwahn, also mache ich alles alleine. Ja? So, gut. Die buddhistische Tradition sagt, das stimmt nicht. Wir sind die Schmiedinnen und Schmiede unseres Glücks, wie auch unsere Volksweisheit weiß. Das finden wir zwar ein bisschen doof, jeder ist seines Glückes Schmied und jede ist ihres Glückes Schmied, aber die buddhistische Tradition würde sagen, d'accord, ist richtig. Tja, nun lehrt uns niemand das Schmieden. Vielleicht bringe ich Ihnen heute Abend ein bisschen das Schmieden bei. Ja, was ist der Hintergrund, den wir mitbringen? Für die Gefühle, die dann entstehen, die dann zu Reaktionen führen, zu emotional aufgewühlten, die dann wieder zu neuen Handlungen führen, weil wir dann verwirrt sind und gierig und voller Abwehr und dann handeln wir wieder mit diesen Absichten, dann kommt natürlich wieder nur Leiden raus. Was ist der Hintergrund, den wir mitbringen? Da gibt es so zwei große Bereiche. Das eine ist die aktuelle Stimmung. Die aktuelle Verfassung jetzt in diesem Augenblick. Und das andere ist der Hintergrund. Vorlieben, Gewohnheiten, Meinungen, Ansichten, Werte, Konditionierungen, das sogenannte alte Karma, was wir halt so mitschleppen. Die beiden zusammen, die aktuelle Stimmung und der Hintergrund, die machen diese 95% aus Ursachen für Gefühle. So. Aktuelle Stimmung ist leicht zu verstehen. Ich habe Hunger, ich bin gut gelaunt, ich möchte was essen. Das ist die aktuelle Stimmung. Also Hunger und gute Laune. Jetzt habe ich nicht viel Zeit. Dann komme ich an so einem Fast-Food-Stand vorbei. Ja? Nicht viel Zeit, Fast-Food, klar. Ich habe Hunger, bin gut gelaunt. Dann hole ich mir so eine kleine Pizza für 2,50. Ich beiße rein und die schmeckt. Ich weiß, es ist Fast Food, aber ich habe Hunger, ich bin gut gelaunt und jetzt kommt noch was dazu, ich mag Pizza. Hintergrund. Ja?
Hintergrund. Ich mag Pizza. Also schmeckt sie mir. Szenenwechsel. Ich habe keinen Hunger. Ich bin schlecht gelaunt. Ich hasse Pizza. Ich werde eingeladen von Geschäftskollegen. Ja, es gibt Pizza. Wo ist die Ursache meiner angenehmen oder unangenehmen Gefühle? Ich beharre natürlich darauf, dass die Pizza schuld ist. Die kann mir nur so eine blöde Pizza machen. Pizza ist sowieso bescheuert, also nicht schlecht zubereitet, furchtbar. Die kann nur schlechte Laune machen. Ich bin völlig überzeugt, 100% überzeugt, die Pizza ist die Quelle meiner schlechten Laune. Doch klar. Ich habe völlig übersehen, ich hatte keinen Hunger. Ich bin sowieso, habe sowieso keine Lust auf diese Weihnachtsfeier hinzugehen, ja. Und außerdem kann ich keine Pizza leiden. Völlig übersehen. Und so geht es uns von morgens bis abends. Dann wundern wir uns, warum die Welt so komisch ist. Und dann wollen wir die Welt verändern, ja? Fastfood-Stände abschaffen. Den mal kochen beibringen. Und so weiter, ja? Weihnachtsfeiern anders organisieren oder abschaffen oder. Und wir merken nicht, dass wir sozusagen am Außen rumdoktern, aber 95% schlechte Laune, kein Hunger, ich mag Pizza sowieso nicht, mit uns rumschleppen. Ja, und die Übung, die damit verbunden ist, wäre jetzt, wenn wir das nächste Mal unangenehme Gefühle, beziehungsweise erleben wir ja nicht, also erleben schon, aber merken wir nicht, also wenn wir das nächste Mal aufgewühlt emotional reagieren, also Abwehr, Schimpfen, Schuldzuweisungen an mich, an anderen, dann sollte eine rote Lampe aufgehen und sagen, hallo, Stimmung und Hintergrund. Stimmung und Hintergrund. Gut, man kann immer zuerst fragen, was war der Anlass? Was war der Auslöser? Gut, die Pizza war der Auslöser. Ein geeigneter Auslöser für unangenehme Gefühle. Gut, vielleicht sollte ich dann keine Pizza essen. Wie war meine Stimmung unmittelbar vor meiner schlechten Laune? Oh, ich war sowieso schon schlecht gelaunt. Ich war unter Stress, ich hatte keine Lust, ich wollte nach Hause. Ja? Was ist mein Hintergrund zu dieser Geschichte? Oh, Pizza kann ich sowieso nicht leiden und diese Kollegin kann ich auch nicht leiden und Weihnachtsfeiern finde ich sowieso doof. Also, spüre ich meinen Beitrag zu den unangenehmen Gefühlen? Ja, jetzt kann man an drei Bereichen arbeiten. Man kann die Aufhänger suchen, die Samen des Glücks nähren. Das ist eine wertvolle, sinnvolle Tätigkeit. Allerdings muss man da genau hingucken. Wenn man jetzt aber immer schlecht gelaunt ist, unter Stress, ja, keine Zeit, Zeitdruck, ein bisschen genervt, unruhig, tja, da wird die Auswahl an Anlässen oder Auslösern, die Samen des Glücks nähren, ziemlich klein bleiben. Also muss ich an meiner aktuellen Stimmung arbeiten. Und das ist ein Grund, warum die buddhistische Tradition Übungen vorschlägt. Tägliche Praxis. Erstens, damit man überhaupt die eigene Stimmung merkt. Ganz oft merken wir ja nicht, wir merken nur plötzlich, dass alle Leute doof sind. Und das Leben in Deutschland furchtbar ist. Und Städte grauenhaft sind. Das merken wir. Aber wir merken nicht, dass wir schlechte Laune haben. Dass wir verspannt sind, unter Druck stehen. Vielleicht mal immer wieder so kurz. Und dann geht die ganze Aufmerksamkeit wieder auf den Aufhänger. Diesen armen Beamten bei irgendeiner Einrichtung, der dann zum Aufhänger unserer schlechten Gefühle wird, ja? Der ist dann plötzlich schuld. Dieser arme, normale Mensch, der genauso verwirrt ist wie ich und genauso ungeschickt halt mit sich und seinem Leben umgeht wie ich auch. Und der muss plötzlich Ursache, also die Rolle spielen, Ursache meines Leidens zu sein. Oder das ist der Ehemann oder die
Freundin oder die Frau oder der Chef oder die Chefin oder was auch immer. Der blöde Hund oder so. Ja, also Stimmung wahrnehmen. Die eigene Stimmung registrieren. Gut, jetzt sehen manche Leute ein, okay, ich sehe das ein, ich muss meditieren, damit die Stimmung nämlich besser wird. Und dann setzt man sich hin zu meditieren und merkt, die Stimmung wird überhaupt nicht besser. Die kommt bloß raus. Und man setzt sich hin, ja, und versucht zu atmen. Und man merkt seine Unruhe, sein Durcheinander, Pflichtgefühl, schlechtes Gewissen, Hektik, tausend Sachen, die man noch erledigen will, oder die Trägheit, wenn man wieder einschläft am Abend und so, oder morgens noch nicht wach ist. Und deswegen hören viele Leute gleich wieder auf mit dem Meditieren. Die denken, ah nee, Meditation ist nichts für mich. Ich erreiche keine tiefe Ruhe, keinen Frieden, keine Sammlung, keine Einsicht. Meditation ist nichts für mich. Ich glaube, ich mache jetzt was anderes. Ich gehe jetzt tanzen oder Bergsteigen oder Inline-Skating oder irgend sowas. Das sind alles wunderbare Sachen. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir brauchen eine Methode, die uns hilft, nach innen zu gucken und zu spüren. Wir brauchen eine Methode, die uns hilft, unsere aktuelle Stimmung zu spüren. Und ich finde stille Sitzmeditation am besten. Ich kenne keine Methode, die so schnell, innerhalb ganz kurzer Zeit, ein wunderbares, klares Bild unseres Inneren gibt. Ist nicht so angenehm, das Bild. Aber so sind wir sowieso. In der Verfassung fällen wir Entscheidungen, machen unsere Lebensplanung, gehen wir mit anderen Menschen um, machen wir unsere Arbeit und meine, das hätte überhaupt keinen Einfluss darauf. Ich würde ganz sachlich und objektiv arbeiten und wie es in mir aussieht, es geht niemand was an und außerdem spielt es keine Rolle, ich habe ja Pflichtgefühl. Ja? Und ich bin sachlich qualifiziert. Das glauben wir. Ja? Die einen, das eine Geschlecht mehr als das andere. Oder je nach Konditionierung halt glaubt man es unterschiedlich stark. Aber es stimmt einfach nicht. Und deswegen ist es so unglaublich hilfreich, am Morgen sich auch nur 10 Minuten aufs Kissen zu setzen. Und bei mir dürfen die Leute auch liegen, wenn sie wollen, wenn sie nicht einschlafen. Oder sich auf den Stuhl setzen. Und einfach 10 Minuten nur still sitzen. Man braucht auch gar nicht groß meditieren oder nicht eine große Technik anwenden, eine komplizierte, sondern einfach sich hinsetzen. Dann merkt man schon, wie es einem geht. Selbst wenn man keine Technik anwendet und einfach nur sitzt und die Gedanken kommen und gehen lässt. Also gut, kommen lässt man sie schon, aber gehen lässt man sie meistens nicht. Hält man sie dann ein bisschen fest und guckt sie an, manipuliert ein bisschen. Und dich will ich weghaben und dich will ich behalten. Geht schon wieder nicht. Ich bin einfach unmöglich, ich habe keine Konzentration. Und meine Mutter hat sowieso schon gesagt, ich taug zu nichts. Furchtbar. Und eine gewisse Gelassenheit mit sich lernt man einfach nur, wenn man das so oft macht, dass man einfach keine Lust mehr hat, so zu reagieren. Das hilft sowieso nicht. Das Wegschieben und Festhalten, es funktioniert erstmal nicht. Und dann bringt es nichts, außer schlechte Laune und Spannung und Unruhe. Und irgendwann, wenn man das oft genug macht, dann sagt man, ist ja auch in Ordnung, jetzt sitze ich halt. Und plötzlich wird man ruhig. Weil man sich nicht mehr dagegen wehrt, was da ist. Und plötzlich, das ist manchmal auch wirklich richtig plötzlich, wenn man regelmäßig sitzt und vielleicht dann auch mal eine Woche sich Zeit nimmt für ein Retreat, für ein Exerzitium, für eine längere Klausur, plötzlich merkt man, es gibt nicht nur unruhige und gestresste Gedanken und
Vorwürfe und Pläne, sondern es gibt einen Raum, in dem diese Gedanken, Empfindungen, Gefühle auftauchen, eine Weile bleiben und wieder verschwinden, wenn die Bedingungen dafür nicht mehr gegeben sind. Plötzlich merkt man, da ist ein Raum. Es gibt nicht nur diese Gedanken, die ich so blöd finde oder die ich festhalten will, sondern da gibt es einen Raum. Und es gibt einen richtigen Kick. Man merkt, ich bin nicht meine Gedanken. Die kommen und manchmal sind sie unglaublich hartnäckig und wenn ich sie jeden Tag übe und immer bestärke und verstärke, dann sind sie natürlich kraftvoll. Und wenn ich die aber nicht mehr füttere, sag, kannst du kommen, ich kenne dich, Strategie Nummer 17, okay, so what, gehört zu mir, habe ich mir angewöhnt, aber ich richte mich einfach nicht danach. Dann haben die plötzlich nicht mehr so eine Kraft. Dann kommen die weiter und die kommen lang. Die kommen immer wieder, die ganzen Gedanken, die ganze Latte von Reaktionen, Gedanken, Selbstbilder, Fremdbilder, Werte, Urteilen, Meinungen, die kommen alle. Aber wenn man sie nicht mehr so ernst nimmt, und nicht ständig so verkrampft da sitzt und sie wegboxt, dann haben sie plötzlich nicht mehr so viel Kraft. Und dann gehen sie wieder. Und irgendwann, es geht wie so beim Luftballon, ja? Wenn man die Luft rauslässt, ja, dann ist die Luft raus. Dann liegen dann die Fetzen noch so ein bisschen rum. Und man hat vielleicht immer noch eine starke Beziehung zu diesen Gedankenschleifen und Mustern, aber es macht nicht mehr so viel aus. Man spürt den Raum mehr. Und in diesem Raum haben auch andere Gedanken, andere Gefühle Platz. Das wäre jetzt eine Interpretation, die vor allen Dingen die tantrischen Traditionen des Buddhismus, auch die Zen-Tradition hat, dass alles da ist, jetzt, in diesem Augenblick, Liebe, Kraft, Weisheit, Feinfühligkeit, Offenheit, Klarheit, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut sind jetzt in diesem Augenblick voll entfaltet da, sagen manche Traditionen. Andere sagen, sie sind als Anlage da. Muss man aber noch ein bisschen entwickeln. Ich ziehe die Interpretation vor, sie sind voll entfaltet da. Muss ich mich nicht so anstrengen. Allerdings, sie sind verhüllt. Sie sind zugedeckt, zugebuddelt durch Ansichten, Meinungen, Urteile, emotionale Muster und Gewohnheiten. Und durch diesen Glauben, hier bin ich und da ist der Rest der Welt. Und jetzt wäre der Weg, das zu sehen, dass das das verdeckt, also die Muster zu sehen, die Verhaltensweisen zu sehen, diese eingefahrenen karmischen Muster, die ständig wiederholenden Verhaltensweisen, emotionalen Muster, Denkweisen, zwanghaft, im Kreislauf, der sich ständig wiederholenden Probleme, Daseinskreislauf genannt, Samsara, der sich ständig wiederholenden Ansichten, Meinungen, emotionalen Muster, Verhaltensweisen und diese Automatik, ja. Morgens aufstehen, Automatik schalten und abends komme ich nach Hause. Huch, ist ja plötzlich schon 8. Was habe ich heute den ganzen Tag gemacht? Automatisch gelebt. Auf der Schiene der eingefahrenen Gewohnheiten. Klar, die haben hohe Konjunktur, weil da kann man sozusagen abschalten bei. Und einfach so durchs Leben laufen und irgendwie funktionieren. Und offensichtlich reicht es ja, die Ökonomie funktioniert, die Betriebe funktionieren, die Beziehungen. Also auf so einem gewissen Level funktioniert ja alles. Es werden Dinge erledigt und es wird Nahrung produziert und es wird Kleidung produziert. Und die Beziehungen halten ja auch irgendwie so eine Weile und irgendwie in einer bestimmten Art und Weise gehen ja nicht alle Leute am dritten Tag zum Scheidungsrichter und es gibt auch Beziehungen, die mal über ein paar Jahre lang freundlich miteinander umgehen. Aber so, es läuft ganz viel auf dieser Schiene von, ja, ist schon in Ordnung.
Ich weiß schon, wie es geht. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du heute Abend sagen wirst. Ich weiß, was ich will und was du willst. Und ja, und dann machen wir irgendwie das Herz zu und den Verstand schalten wir ab und dann gehen wir so in unserem Trotz durch den Tag. Und der erste Schritt aus diesem Kreislauf der sich ständig wiederholenden Probleme, des sich ständig wiederholenden Verhaltens, aus dieser karmischen Zwangsjacke, das ist wirklich Karma, das ist Zwangsjacke, aus dem herauszukommen, ist es zu merken. Zu merken immer wieder mal, ich bin auf Automatik. Das sind Verhaltensweisen, das sind emotionale Muster, das sind ständig wiederkehrende Gedankenschleifen, das sind ständig wiederkehrende Ansichten, Meinungen, Urteile, das sind Muster. Die tauchen auf und ich merke sie. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, das Leben und es nicht merken und denken, die anderen sind blöd und ich bin blöd und das Leben ist kompliziert und alles ist so schwierig und ist so anstrengend und es macht so müde und es ist langweilig und so weiter. Zu merken, das sind Muster, die kenne ich, die tauchen auf. Das bin nicht ich. Die gehören zwar im Moment zu mir, ich bin vertraut mit diesen Mustern, an sie gewöhnt, sie stabilisieren mich auf irgendeiner Ebene, aber ich merke sie wenigstens. Der erste Schritt. Und die Schlüsselqualität, die wir... Wir kennen die Qualität ein bisschen und die bauen wir aus. Und die einzige Art, wie man diese Fähigkeit ausbauen kann, ist, indem man sie einsetzt. Und nicht immer, indem man darüber nachdenkt oder sich unter Druck setzt. Also durch Disziplin und Druck und Härte wird die nicht besser. Die wird nur dadurch besser, dass man sie einsetzt. Also übt. Körper spüren. Sich hinsetzen. Gedanken registrieren. Benennen. Diese etwas anstrengende Meditationstechnik, Körper spüren, Atem spüren und Gedanken benennen. Kann man nicht einfach nur so da sitzen und kommen und gehen lassen? Ja, wenn wir das täten, wäre wunderbar. Aber was machen wir? Da kommt ein Gedanke, festhalten und weitergehen damit. Und dann wieder noch was denken und es regt dann wieder einen Gedanken an. Wir nehmen überhaupt nicht wahr, dass wir denken, sondern wir träumen. Wird sich merken, oh, 10 Minuten später, jetzt war ich gerade im nächsten Urlaub und habe die nächste Woche geplant und habe einen Streit wiederholt und einen zukünftigen Streit vorprogrammiert und ach so, wahrnehmen, Achtsamkeit. Einzige Art, wie Aufmerksamkeit stärker wird, indem man es übt. Und deswegen führt gar nichts an der täglichen Praxis vorbei. Außer die Haltung, naja, ist doch egal, mache ich einfach weiter wie bisher. Also, irgendeinen Bereich sich nehmen, also zum Beispiel den Körper spüren, ist für viele eine wunderbare Übung, die auch noch den angenehmen Nebeneffekt hat, dass man mit der Zeit auch die Gefühle besser registriert. Wenn man den Körper spürt, kann man mit der Zeit auch angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle spüren. Sehr, sehr, sehr fruchtbare Praxis. Ja, jetzt haben wir zwei Bereiche gesehen, oder an zwei Bereichen, zwei Bereiche beobachtet, wo wir was tun können. Wir können geeignete Aufhänger für unser Glück suchen, für angenehme Gefühle. Wir können die aktuelle Stimmung registrieren. Oder die aktuelle Verfassung, um das weiterzufassen. Da gehört die Stimmung dazu, die körperliche Befindlichkeit, die Gedanken, gehört alles dazu. Die emotionalen Muster, mit denen wir reagieren. Alle diese 4 Bereiche der Aufmerksamkeit, die traditionell auch immer wieder beschrieben werden. Körperempfindungen, Gefühle, emotionale Reaktionen, Stimmungen, Gedanken. Das wahrnehmen. Und zwar nicht preußisch
100%, alles, sofort, ab dem ersten Tag. So hören wir es oft. Ich muss jetzt achtsam alles wahrnehmen. Das kann ich nicht. Also lasse ich es. Sondern wir setzen da an, wo wir sind, und wenn wir zweimal am Tag merken, in welcher Stimmung wir sind, oder dreimal am Tag eine Gedankenschleife erwischen, ist das wunderbar. Und es wird nur besser, wenn man weiter aufpasst. Und nicht, indem man mit sich schimpft, du solltest an mich viel mehr merken. Streng dich mal ein bisschen an. Dann merkt man noch weniger, wenn man sich unter Druck setzt. Jetzt kommt der dritte Bereich. Werte, Meinungen, Ansichten, Konditionierungen, eingefahrene emotionale Muster. Also nicht nur das, was sozusagen an der Oberfläche da ist, da kann man die auch spüren, sondern so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und die zu erkennen, ist ein bisschen schwer. Braucht man viel Aufmerksamkeit. Und die zu verändern, ist wesentlich schwerer, als die aktuelle Stimmung zu verändern. Also bei der aktuellen Stimmung, die brauchen im Prinzip nur registrieren und durch ein kleines bisschen Übung entspannt man sich dabei, wenn man die spürt, weil man diesen Raum ziemlich bald entdeckt, in dem diese Gedanken und Empfindungen aufsteigen, bleiben und wieder verschwinden. Aber diese tieferen Muster, ja, da hat die Psychoanalyse schon recht, die sind ziemlich tief. Aber die Lage ist nicht hoffnungslos. Die Lage ist nicht hoffnungslos. Durch die tibetische Tradition sagt, es gibt nichts, was man nicht lernen kann, wenn man es übt. Nichts. Man kann sogar lernen zu erwachen. Man kann sogar lernen, Buddha zu werden. Aber man muss es üben. Man muss was tun dafür. Und das ist auch die Methode, mit der wir unser altes Karma, unsere eingefahrenen Muster, Verhaltensweisen verändern können. Also erstmal müssen wir sie wieder merken. Klar, und das wird schon durch die Wahrnehmung der aktuellen Stimmung sehr gefördert. Und dann gibt es eine Unterweisung in den Karma-Lehren über die Folgen von Handeln. Traditionell heißt es, jede vollständige Handlung, also die wir bewusst durchführen, mit Absicht, die wir dann auch tatsächlich durchführen und nicht nur davon träumen, und die wir vollenden und hinterher uns drüber freuen, ha, habe ich gemacht, fertig, und ich, oh Gott, jetzt habe ich dich angeschrien, es tut mir furchtbar leid, dass ich das gemacht habe. Das wäre nicht vollendet. Also jede vollständige Handlung, Absicht, Durchführung, Ergebnis, Vollendung, hat vier Folgen, sagen die Karma-Lehren. Tja, also vier Folgen hat jede vollständige Handlung, den Lehren zufolge. Über zwei kann ich nicht reden, die kann ich nur erwähnen. Das eine ist nämlich der Bereich der Wiedergeburt, in welchem Bereich man wiedergeboren wird. Das zweite ist die Bedingungen in dem Bereich, wo man wiedergeboren wird. Ja, angenehme Bedingungen, unangenehme, schwierige und so weiter. Dritte und vierte Folge, die können wir im eigenen Leben beobachten. Das eine ist, wenn ich etwas tue, zum Beispiel Jugendliche die erste Zigarette rauchen, schaffe ich damit eine Neigung, es zu wiederholen. Das Prinzip des Lernens. Einmal Klavier spielen, erste Klavierstunde, bisschen spielen. Zumindest eine Neigung wird geprägt, es noch einmal zu machen. Einmal schreiben, schafft eine Neigung, wieder zu schreiben. Klar. Das ist das Prinzip, einmal ist immer. Ja? Man tut es einmal und dann wiederholt man es. Oder ist zumindest geneigt, es zu wiederholen. Und das funktioniert mit sinnvollen, produktiven Tätigkeiten. Es funktioniert auch mit sehr schlechten Gewohnheiten.
Die zweite Folge unseres Handelns ist, dass wir in der Umgebung ähnliche Erfahrungen anziehen. Wir würden jetzt das in unserem westlichen Verständnis vielleicht als selektive Wahrnehmung bezeichnen. Ich tue etwas und plötzlich sehe ich das in der Umwelt. Es widerfährt mir. Es ist aber auch das Prinzip, jetzt mal etwas platt gesagt, ich schreie jemand an oder ich schreie mich an, ja, ich mache mich runter. Das führt dazu, dass ich in meiner Umgebung auf Leute treffe, die andere Leute anschreien oder auf Leute treffe, die sich runterziehen, die sich fertig machen. Egal, wie man das erklärt, ob man da sagt, das ist selektive Wahrnehmung oder gleich und gleich gesellt sich gern, das haben wir ja auch in unserer Kultur, oder ob man sagt, das ist die Folge des Handelns im Hinblick auf die Erfahrung. Es wird etwas beschrieben, was wir alle kennen. Und das sind zwei Folgen von Karma oder zwei Folgen von Handeln, die die Karma-Lehren ganz deutlich beschreiben und die wir in unserem Leben deutlich sehen können. Und das ist der Angelpunkt. Das heißt, wenn ich etwas, also angenommen, ich habe eine schlechte Angewohnheit, zum Beispiel zu wenig zu essen oder zu viel zu essen oder zu rauchen oder mir die Nägel zu knipseln oder an den Nägeln zu kauen, irgendeine Haltung oder eine Verhaltensweise, die ich unheilsam finde, weil sie weh tut, weil sie mir schadet oder auch anderen. Tja, dann wäre die Empfehlung, tu es weniger. Ganz simpel. Mach es einfach weniger. Und das ist auch eine der effektivsten Anti-Raucher-Therapien, von denen ich gehört habe. Jeden Tag eine weniger. Und irgendwann bist du bei Null. Graduell. Gut, es gibt die temperamentvollen, die leidenschaftlichen Persönlichkeiten, die alles oder nichts. Und die hören dann auf einmal auf. Gut. Wenn man es psychisch durchhält, ist das auch eine Methode. Aber das Prinzip ist, tu es weniger. Tja, wenn wir jetzt in unserer Umwelt Erfahrungen machen, die uns nicht gefallen, ja, Leute streiten sich in unserem Umfeld, machen andere runter, irritieren den Selbstwert von anderen, dann wäre die Empfehlung, dann guck mal, was das mit dir zu tun hat. Machst du das auch? Lässt du das mit dir machen? Beide Varianten? Ja, und dann kümmere dich darum, dass das abnimmt. Das wäre sozusagen der Abbau dessen, was unheilsam ist, was uns und anderen Schaden zufügt. Dann gibt's sozusagen den positiven Weg, also das weiß man von diesen bestimmten Ticks, die man hat, also schlechten Angewohnheiten wie Nägelkauen, gewöhn dir was Heilsames an. Ja, immer wenn du den Impuls spürst, die Nägel zu kauen, reibe deinen Finger. Also gibt's so kleine Tipps, die man dann in der Therapie gesagt kriegt, oder reib den kleinen Finger oder mach so irgendetwas anderes. Ja, und das ist am Anfang ungeheuer schwer, weil die Tendenz, den Finger in den Mund zu nehmen und Nägel zu kauen, einfach unglaublich stark ist. Und der Entschluss, es nicht zu tun, nicht ausreicht. Man muss auf der praktischen Ebene etwas tun oder lassen. Am besten beides. Etwas lassen, nämlich das Kauen, und etwas tun, eine andere Handlung, um sich etwas abzugewöhnen. Und da ähneln sich bestimmte Methoden der Verhaltenstherapie mit bestimmten Empfehlungen, die die buddhistische Tradition macht. Und wir im Westen mit unserer unglaublichen Betonung von Einsicht und Verstehen, wir unterschätzen diesen Faktor der Gewohnheit im Allgemeinen total. Wir denken, wenn ich ein anderes Konzept habe oder wenn ich es intellektuell verstehe, dass es schädlich ist, es reicht, dann hören wir auf, an uns zu arbeiten. Dann legen wir, jetzt hätten wir es geschnallt.
Das ist im besten Fall der Anfang einer Veränderung. Dann braucht es die ganz praktische Ebene, was kann ich tun oder lassen? Und da ist unsere Fantasie gefordert, da funktioniert auch bei jeder Person was anderes. Was kann ich tun oder lassen, um diese Gewohnheit mir abzugewöhnen und mir diese Gewohnheit anzugewöhnen? Und die praktische Übung, die damit verbunden ist, wir machen uns eine Liste von unangenehmen Gewohnheiten, schädlichen Gewohnheiten, die wir haben. Und dann überlegen wir uns, an welcher werde ich jetzt die nächsten 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen arbeiten. Und dann überlegt man sich, was kann ich lassen und was kann ich tun. Also heilsames Tun, statt Nägel kauen, irgendwas Schönes machen, dass ich mich anders konditioniere. Und dann kann ich auch gucken, welche äußeren Stimuli, Menschen, Abläufe, Orte, Situationen helfen mir dabei. Das ist sozusagen die heilsame Umgebung. Und das wissen alle, die aufhören zu rauchen oder zu trinken. Man muss Leute meiden, die rauchen und trinken. Ganz simpel. Ganz viele dieser Einsichten, die sind längst umgesetzt in Selbsthilfegruppen, in bestimmte Therapieformen. Es ist ja nicht so, dass es völlig fremde, exotische Lehre wäre, sondern in der buddhistischen Tradition wurde es in einer bestimmten Weise formuliert, aber Ansätze davon finden sich natürlich auch bei uns, denn ich meine, auch wir denken übers Leben nach und wir machen Erfahrungen und haben gesunden Menschenverstand und arbeiten mit uns. Ja, so verändert man sich. Das sind keine schnellen Veränderungen, die da in Gang gesetzt werden. Man braucht viel Achtsamkeit, viel Aufmerksamkeit, man muss die Dinge sehen, immer mehr sehen, wie sie sind, auch uns sehen, wie wir sind, mit Stärken und Schwächen. Und dann muss man bereit sein, etwas zu tun oder zu lassen, um ganz konkret an bestimmten Strukturen zu arbeiten. Und wenn man sich das Meditieren angewöhnen will, ist die beste Art, das zu tun, indem man anfängt. Man tut es einfach. Und in den Lehren über die Fähigkeiten, die wir haben, und in den Lehren über die Hindernisse, die da sind, können wir auch noch ein bisschen was holen. Beispielsweise kennen wir alle das Hindernis oder die innere Blockade der Trägheit. Ja? Also gut, ich sehe ein, ich habe diese schlechte Angewohnheit, ich sehe ein, ich sollte mir angewöhnen zu meditieren. Ja, ich glaube, ich mache das morgen. Trägheit. Aufschieben aus Unlust. Manjana. Das Manjana-Prinzip. Okay, ich sollte meditieren, ich sehe es ein. Ich kann das aber nicht. Faulheit, aufschieben aus Minderwertigkeitsgefühlen, aus mangelndem Selbstvertrauen. Ja, Meditation ist wirklich wichtig, aber ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun. Faulheit, Interesse an anderen Dingen, an weltlichen Angelegenheiten, nämlich an den 8 weltlichen Dharmas, haben wollen, Status wollen, Anerkennung wollen, angenehme Gefühle wollen und frustriert sein, wenn man es nicht kriegt. Das ist ja meistens das, was uns treibt zu anderen Handlungen. Andere Motive gibt es eigentlich nicht. Entweder ich will Anerkennung, oder ich will lieber essen, ja? Oder ich will lieber essen als meditieren, oder Zeitung lesen, Informationen kriegen, neue Eindrücke. Ich will mit jemandem zusammen sein, also angenehme Gefühle haben. Ich will Geld verdienen, ist ja wichtig. Oder ich will mit X und Y treffen, weil das meinem Status ja, so förderlich ist. Ja, oder ich will Zuneigung von jemandem. Also kann ich auch nicht meditieren. Kann man machen. Jetzt gibt es ein Heilmittel gegen Faulheit. Gibt's? Hinwenden zum Arbeitsbereich. Hinwenden. Einfach anfangen. Anpacken.
sich hinsetzen aufs Kissen. Das wäre der erste Schritt gegen die Faulheit. So, wie wenn man in die Küche kommt und sieht den Abwasch. Ich glaube, ich mache es morgen. Das Einzige, was hilft, ist anfangen. Wasser einlaufen lassen. Stöpsel rein, Wasser reinlaufen lassen, anfangen. Das ist eine Hilfe, um Trägheit zu überwinden, indem man etwas anfängt. Und man muss jetzt nicht gleich 15 Stunden lang meditieren oder die ganze Wohnung putzen in einem Anfall. Es reicht, wenn man sagt, ich mache das jetzt eine halbe Stunde oder 10 Minuten. Ich fange wenigstens an. Und da kommen wieder die Selbstzweifel. Ich glaube, ich kann nicht meditieren. Ich kann mir das nicht abgewöhnen. Selbstzweifel. Es gibt auch ein wunderbares Heilmittel dagegen. Das ist fortgesetzte Hinwendung. Weitermachen. Weitermachen. Meine Lebenserfahrung ist, ich brauche irgendetwas nur 5 Jahre lang zu machen. Ich bin eine Expertin. Das löst Selbstzweifel auf. Wenn ich 5 Jahre lang mich mit Astrologie beschäftige, bin ich eine Expertin. Wenn ich 5 Jahre lang mich mit Gartenbau beschäftige, bin ich eine Expertin. Weil kaum jemand 5 Jahre lang irgendwas macht. Das heißt, mein Kompetenzgefühl wächst auch. Zwar hängt es wieder auch mit der sozialen Schicht und mit dem Geschlecht bei uns zusammen, wie stark das Selbstvertrauen ist. Also ob man nach 4 Wochen Beschäftigung sagt, tja, das ist das Problem, ich kann das jetzt. Oder ob man 17 Zusatzausbildungen gemacht hat und dann immer sagt, ich weiß nicht, ob ich eine eigene Praxis aufmachen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch einen Kurs machen. Gut, aber fortgesetzte Hinwendung zu einer Tätigkeit überwindet im Allgemeinen Selbstzweifel. Weil es verschafft uns Kompetenzgefühle, wenn wir etwas tun. Und ich kann allen versprechen, ich gebe es Ihnen schriftlich, heute Abend, ohne Stempel, aber mit Unterschrift, wenn Sie 2-3 Monate jeden Tag 5 bis 10 Minuten sitzen, wird sich Ihr Leben verändern. Ich gebe es Ihnen schriftlich. Sonst können Sie Ihr Geld zurückkriegen. Das Geld, was Sie nachher in die Spendenschale legen. Und damit Ihre Großzügigkeit fördern, die eine wesentliche Eigenschaft auf dem menschlichen, auch auf dem geistigen Weg ist. Ja? Ja, es gibt noch etwas, was uns hilft, Trägheit und Selbstzweifel zu überwinden. Das ist Freude an dem, was wir tun. Und das hat was mit Interesse zu tun. In den Lehren zu Konzentration wird die erste Sammlungsstufe Pitti genannt. Freude, oder nee, Verzückung wird es, glaube ich, genau übersetzt, Verzückung. Angenehme Körpergefühle, die durch Konzentration entstehen. Und eine zweite Bedeutung von diesem Pitti ist Interesse. Wodurch entsteht Sammlung, Konzentration, Fokus, Hinwendung, Hingabe durch Interesse. Das ist ein wunderbarer Schlüssel zu allem Neuen. Wenn man interessiert daran ist, was in der Meditation passiert, beziehungsweise noch direkter formuliert, wenn es uns interessiert, was in uns vor sich geht, dann ist auch eine Bereitschaft da, Energie aufzuwenden. Und dann kommt auch was bei raus. Denn so viel, wie man reinsteckt, kommt raus. Ja, das ist auch ein karmisches Prinzip. Wenn ich mich aufs Kissen setze, na gut, 10 Minuten. Und ständig auf die Uhr gucke, ob es bald wieder vorbei ist, habe ich nicht so viel von der Sitzung, als wenn ich mich hinsetze und sage, okay, ich mache jetzt 10 Minuten, ich weiß, ich bin noch nicht sehr konzentriert, aber mich interessiert, was heute mit mir los ist. Ich will jetzt spüren, meinen Atem spüren und ich will einigermaßen mitkriegen, was ich heute denke und fühle. Dann ist die Sitzung ganz anders. Selbst wenn nach einer Weile die Ablenkung kommt oder der Geist ein bisschen träge wird und man wieder 1000 Sachen denkt, ist eine Grundhaltung, die uns Kraft gibt, Ausdauer gibt und wieder Freude schenkt. Also Interesse an dem, was wir tun. Und es dann anfangen, einfach anfangen, einfach anfangen.
Heute, nicht morgen. Und immer wieder anfangen. Dann verändert man sich. Allerdings, ich verspreche nicht, dass es schnell geht. Also wenn es den Schalter gäbe, also wenn es den Schalter gibt, möchte ich alle bitten, die ihn finden, in mir zu nennen. Ich meine, ich finde Meditation auch nicht immer ein reines Vergnügen. Das ist ein bisschen wie Zähneputzen, wie innere Hygiene. Ich meine, das ist auch nicht immer eine leidenschaftliche Tätigkeit am Morgen, die Dusche oder die Wäsche. Aber man macht's, weil man sich hinterher wohler fühlt. Nicht unbedingt immer dabei, aber hinterher fühlt man sich irgendwie wohler und frischer. Genauso geht es mit dem Meditieren. Der Akt selber ist nicht immer so unglaublich inspirierend, aber man gewöhnt sich auch dran und es muss auch nicht so ein Drama sein. Ja, man muss nicht eine Riesensache aus der Übung machen. Jetzt meditiere ich und gehe den Pfad des Buddha und dann bin ich schon halb erleuchtet und so. Das machen viele von uns ein Riesentheater drumherum. Und dabei geht es einfach darum, ich setze mich hin und ich versuche mich zu erkennen. Ich versuche mich besser kennenzulernen. Ich versuche mir Zeit für mich selber zu nehmen. Und das ist unsere Zeit. Die gehört niemand an, das gehört auch nicht den Buddhas. Sondern die gehört uns. Das ist unsere Zeit, die wir endlich mal wirklich für uns verwenden. Und nicht dafür verwenden, dass wir jetzt Nachrichten hören und Zeitung lesen und anderen Leuten zuhören und gute Ratschläge geben und was wir halt sonst den ganzen Tag machen. Sondern es ist eine Zeit für uns, wo wir uns selber spüren können. Und das macht sich auch bemerkbar im Selbstvertrauen, wenn man sich mehr Zuwendung gibt und Raum gibt, sich selber kennenzulernen, entsteht auch Selbstvertrauen. Man tut was für sich, ist also mindestens so effektiv, wie wenn man sagt, okay, ich leiste mir eine Therapie. Das tut auch gut. Also ich gebe Geld aus für meine innere Entwicklung. Das tut auch schon gut, wenn man sich das zugesteht. Aber das tut noch besser, wenn man sich jeden Tag Zeit schenkt. Die schenkt man sich, die nimmt man sich nicht eigentlich, sondern die schenkt man sich. Man gibt die sich. Das ist wunderbar. Es ist nicht immer wunderbar, aber es ist etwas, wodurch wir auch innerlich stabiler werden, wenn wir uns die Zeit geben. Wenn wir uns wichtig genug finden, uns 10 Minuten am Tag uns selber zuzuwenden. Und letztlich haben alle was davon. Das merken auch nach einer Weile selbst Ehepartner oder Partnerinnen oder Familienangehörige, die eigentlich damit nichts am Hut haben. Die merken nach einer Weile, wenn uns das gut tut. Komm, mach deine Meditation. Also auch Kinder kriege ich das oft mit von Frauen, die bei mir sitzen. Mama, ich glaube, du musst mal wieder einen Kurs machen, dann geht's dir wieder besser. Das merken die Kinder. Wenn die merken, es ist nicht ein Pflichttrip und kein Abgrenzungstrip gegen sie, sondern etwas, wo man sich selber was Gutes tut, das kriegen sie mit. Und darauf reagieren sie dann auch positiv. Auch die Beziehungen, die mit diesen Gedanken und dieser Art des Lebens zu betrachten nicht viel anfangen können. Die spüren, irgendwas tut gut. So. Ich glaube, ich habe es bald genug gesagt. Es gibt natürlich unendlich viele Aspekte mehr für Karma im Alltag. Aber ich denke, es sind erstmal so 2 Bereiche, die wir uns angucken können. Also das war der Schwerpunkt heute. Einmal die aktuelle Stimmung und den Hintergrund zu registrieren, den wir in eine Situation mitbringen, also den inneren Beitrag zu registrieren, 95%, und die Aufhänger zu registrieren, diese 5%, die aber wichtig sind. Denn die sind entweder geeignet, Samen des Glücks zu nähren, oder sie sind geeignet, Samen des Leids zu nähren. Und unsere Verantwortung besteht durchaus darin, zu gucken, was nährt mich, was stärkt meine guten Seiten und was stärkt meine Schwächen. Und das ist auch unheimlich wichtig in Beziehungen. Wenn wir unsere Beziehungen mal angucken, also gerade auch die engsten Beziehungen, die wir haben, da mal gucken, was nähren wir ineinander? Nähren wir die Samen des Leids?
oder die Samen des Glücks. Nähren wir die guten Seiten? Stärken wir unsere Stärken? Oder stärken wir unsere Schwächen? Ja? Bohren wir sozusagen in den Schwächen der anderen Person rum, ja, dass sozusagen die schlechtesten Seiten rauskommen und die Person immer mehr regrediert auf psychisch immer ältere Verhaltensweisen. Wenn man irritiert ist, tut man das. Ist das der Effekt, den wir aufeinander haben? Dass wir uns sozusagen emotional immer auf Kindheitsstufe zurückschleudern, wo wir dann nur noch wie Dreijährige durch die Gegend rennen und sagen, ich will aber nicht, oder so trotzig sind und uns ärgern, Drama machen, Schuldzuweisungen, uns ohnmächtig fühlen, oder nähren wir die Samen des Glücks? Geben wir uns Raum zum Wachsen? Unterstützen wir unser Wachstum? Stärken wir unsere guten Seiten? Sehr wesentlich für, also eine wesentliche Übung, Karma im Alltag, zu gucken, was für Folgen hat mein Verhalten auf diesen Menschen, diese Person, die mir da ganz nahe ist? Was stärke ich in ihr? Was blockiere ich? Was stärkt sie in mir? Was blockiert sie in mir? Also, man versteht Karma falsch, wenn man denkt, ich muss alles alleine machen. Die Umwelt ist egal, ich trage ja die Samen des Glücks und Leids in mir, also muss ich alleine durch die Welt gehen und es ist egal, wie es draußen ist. Ich muss auch im Hauptbahnhof meditieren können und so weiter. Also das sind natürlich absurde Ansprüche, die dann Leute haben. Sondern wirklich zu gucken, okay, ich trage Samen und Glück des Glücks und Leids in mir, aber ich muss gucken, was ich mir auch in bestimmten Situationen zumuten kann. Und in bestimmten Situationen mute ich mir bestimmte Aufhänger nicht zu, die vermeide ich geflissentlich, weil die nur Samen des Leids in mir dann nähren. Vor allen Dingen, wenn die Stimmung auch noch schlecht ist. Oder Erschöpfung, Müdigkeit da ist. Der zweite Bereich, Neigung und Erfahrung. Also zu gucken, was sind meine Gewohnheiten, die ich mir abgewöhnen will? Was sind meine neuen Verhaltensweisen, die ich sinnvoll und hilfreich finde? Und dann zu überlegen, auch so Prioritäten zu setzen, man kann nicht alles auf einmal, und zu gucken, was kann ich ganz konkret heute tun oder lassen, um diese Schwäche zu reduzieren und diese Stärke zu entwickeln. Und da brauchen wir viel Fantasie, und da haben wir auch, das ist das Schöne in einer Situation, wo nicht alles schon festgefahren ist, also in jeder Pioniersituation, wie wir ja mit den buddhistischen Lehren sie haben, man hat unheimlich viel Raum. Das ist alles noch ein bisschen frischer, weil es noch nicht so etabliert ist, noch nicht alles so festgebacken und das macht man so und so und so und damit hat sich's. Ja, das sind die Bereiche, die ich erstmal empfehlen würde. Es gibt natürlich einen wesentlich, also einen ganz wichtigen anderen Bereich noch, das sind die ethischen Lebensregeln. Aber da dachte ich, dass wir morgen vielleicht eine Übung dazu machen. Und ich habe auch die Formulierung der ethischen Lebensregeln von Thich Nhat Hanh mitgebracht. Der hat eine ausführliche Fassung, die sehr modern ist, auf den heutigen Lebenszusammenhang gezogen, dass wir da morgen noch mal ein bisschen gucken können. Also, wo wir diese Bereiche, wo wir uns bemühen, nicht zu töten, keine Gewalt anzuwenden, andere nicht unter Druck zu setzen, uns nicht unter Druck zu setzen, keine Gewalt gegen uns auszuüben, sie auch nicht ausüben zu lassen. Diesen ganzen Bereich, dann der Bereich der Sexualität, also auch da mal zu gucken, wie gehe ich mit mir um, wie lasse ich mit mir umgehen, was für Auswirkungen hat meine sexuelle Energie auf mich, auf andere. Dann den Bereich der Kommunikation, des Redens. Wie rede ich? Wie verwirrt bin ich? Was richte ich bei anderen an mit meinem Reden, mit meinem Klatschen, mit meinem Tratschen, mit meinem dummen Geschwätz, mit meinen Worten? Verletze ich durch Reden, durch Schweigen, durch Lügen, durch Unklarheiten? Was schaffe ich da an Verwirrung? Dann der Bereich Eigentum. Wie gehe ich mit meinem Eigentum um? Genehmige ich mir das, was ich brauche? Stehle ich mir sozusagen selber Geld, indem ich mir das nicht gebe, was ich brauche? Ja. Nehme ich mein Geld für dummes Zeug? Stehle ich mir auch wieder Geld?
indem ich mir Zeug kaufe, was ich nicht brauche? Wie gehe ich mit dem Eigentum von anderen um? Das hat ja auch alles Auswirkungen auf unsere Gefühle. Das eine sind Aufhänger, die Samen des Leids nähren, und die anderen Aspekte sind Aufhänger, die Samen des Glücks nähren. Also ein ethisches Verhalten, Ehrlichkeit in der Kommunikation, Liebenswürdigkeit, Unterstützung, auch ein sexuelles Verhalten, was inspiriert, was gut tut. Und dann der letzte Aspekt noch, und auch Großzügigkeit, das nährt Samen des Glücks. Dann der letzte Aspekt, der Umgang mit dem eigenen Geist. Trübe ich den durch Drogen, durch Alkohol, durch, wie Thich Nhat Hanh es formuliert, durch maßlosen Lektüre-Genuss, ja, von 1000 Tageszeitungen und 17 Fernsehsendungen, ja, trübe ich da das bisschen Klarheit, was in meinem Geist ist, oder läutere ich meinen Geist durch Meditation? Auch das nährt Samen des Glücks in anderen, wenn der eigene Geist klarer ist. Also den Bereich der ethischen Regeln, den Bereich des ethischen Verhaltens, den werden wir morgen ansprechen. Aber ich habe das deswegen heute Abend nicht gemacht, weil das einmal bekannt ist, sind bekannte Regeln, und mir ging es darum, die Mechanismen, wie Verhalten funktioniert, ein bisschen deutlich zu machen. Und die Mechanismen, die ich heute erklärt habe, die lassen sich auch wiederfinden bei diesem ethischen Verhalten. Die sind sozusagen eine formalisierte Umsetzung dieser Spielregeln, die ich heute Abend beschrieben habe. Ein abschließendes Wort. Es gibt auch wunderbare Methoden, wenn man das Gefühl hat, ich habe in meinem Leben viel Unheil angerichtet. Also es gab ja manche Menschen, die sagen, ich habe viele Fehler gemacht, ich habe Leute verletzt, ich habe sehr unethisch gehandelt oder so. Da gibt es auch Methoden, wie man diese Mechanismen, die ich heute Abend erklärt habe, nochmal in einer ganz konzentrierten Weise, auch in kurzen Retreats, umsetzen kann, sogenannte Reinigungsmeditationen, wo man sich nochmal Handlungen anguckt, was habe ich gemacht, das bedauert, nochmal seine spirituelle Orientierung klar macht, sich konkrete, also einen Entschluss fasst, das nicht mehr zu tun, zumindest in einem bestimmten Zeitrahmen nicht, und sich dann konkrete Handlungen überlegt, die das stoppen und andere Qualitäten nähren. Das sind auch wieder eine formalisierte Umsetzungen von dem, was ich heute Abend erklärt habe. Und die sind auch bekannt und werden häufiger gelehrt. Und mir ging es jetzt mehr um die Grundprinzipien. Und eine allerletzte Bemerkung. Manche denken, naja, das klingt ja alles ganz schön, aber ich habe bestimmt nicht genug positives Karma angehäuft, dass ich das alles kann. Und da ist die These: jede Person, die in der Lage ist, sich wohlzufühlen, hat den Beweis in der Hand. Angenehme Gefühle sind Folgen von heilsamem Verhalten in der Vergangenheit. Und wenn wir uns hin und wieder wohlfühlen können, entspannen, freuen können, Zuwendung empfinden können, dann ist es ein Beweis dafür, dass da heilsame Energie in uns ist. Sonst ist er Reifen von Karma, angenehme Gefühle. Also, wenn wir jemals daran zweifeln, dass wir in der Lage sind, an uns zu arbeiten, dann brauchen wir uns nur daran zu erinnern, an Momente des Wohlbefindens, Glückserfahrungen, und wenn sie auch nur kurz und vielleicht subtil sind, das sind Beweise dafür, dass wir mal heilsam gehandelt haben, sonst könnten wir überhaupt keine angenehmen Gefühle erleben. Aber nochmal ein bisschen als Unterstützung, wenn wir manchmal da Selbstzweifel haben. Gut, damit möchte ich den Vortrag beenden.